Das heißt, ich würde jetzt hier machen und dann langsam. Achso, es muss ein intelligentes Ärmchen sein. So, du. Du nimmst bitte Eisenplatten. Au. Und Zip. Ja, das. Es tut mir ja fast leid. Das Ärmchen war zu langsam. Jetzt ziehen wir es aber weiter runter. So, komm noch weiter runter. Haben wir noch Platz hier. Okay, dann kommt hier unten jetzt ein langsames Ärmchen hin. Ah, es muss ein intelligentes Ärmchen sein. So, du. Eisen. Und du nimmst das nur, wenn die Fabriken hier oben all ihr Eisen schon genommen haben. Sehr gut. Das gleiche können wir auf der anderen Seite auch machen, theoretisch. Hier staut sich das nämlich auch alles schon. Das müssen wir hier auch nicht mit dem Ärmchen machen, fällt mir gerade auf. Wir können das einfach hier. Gib mir ein schnelles Fließband. Du machst hier einen Knick. Du machst da einen Knick, du machst da einen Knick. So. So ist das doch richtig, ne? Ja, ist richtig. Ja. Und das Eisen staut sich überall. Ah, das ist geil. Okay. Jo, bis zu den Schmelzanlagen. Krass. Vielleicht doch mal hier so ein langsames Ärmchen und dann abgreifen? Wie viel haben wir da drin? Oh, sehr schick. Ja, das ist okay. Das fällt hier gar nicht auf. Trotzdem sollte ich das lieber so machen, dass ich unten das auch hinbapp bei der zweiten Reihe rechts. Also links haben wir da unten die Kiste ja schon und du bist falsch. Da kommen die Engines genau hier. Dann geh du mal weiter runter. Dann kriegst du hier auch ein intelligentes Ärmchen. Du nimmst bitte nur Eisen. Und du tust das bitte hier in die Kiste. So, dann gucken wir mal. Also eigentlich müssten die Kisten hier unten dann passive Provider-Kisten werden. Mach mal. Und eigentlich müssten wir dann hier oben vor dem Splitter eine Requester-Chest für Eisen machen, die dann das Eisen wieder rauflegt. Dass das Eisen quasi oben eingeschmolzen wird, es kommt aufs Fließband, es läuft einmal durch, dann wird es unten von den Robotern aufgehoben und hier oben wieder hingepackt und dann kommt es wieder in den Kreislauf rein. Und so ist sichergestellt, dass immer genug auf dem Fließband ist. Aber das machen wir mal später. So, du kannst jetzt wieder aufhören, weil wir unten die zwei Pufferkisten haben. Du gießt bitte all dein Eisen. Und wir gehen damit nach oben und füllen die Kiste bei den Batterien. Und bei der Schwefelsäure. Obwohl Schwefelsäure... ja, hier kriegst du trotzdem mal noch ein paar hundert. So. Dann hier. Ganz viel Eisen. Du Kupfer. Okay. Das läuft. Was brauchen wir noch so? Brennstoffzellen brauchen wir schon mal nicht. Das ist alles gut hier. Kupfer. Wo ist unsere Kupferpufferkiste? Haben wir überhaupt eine Kupferpufferkiste? Ja, da. Sehr schön. Alles her damit. Alles nach oben. Und wo ich gerade so schön am Hin- und Herlaufen bin, haben wir genug Ressourcen für das da? Nicht direkt. Vor allem müsste ich die ganzen roten... Obwohl, das kann ich mal machen. Wenn unser Inventar-Crafting da eh nicht ausgelastet ist, dann kann er wenigstens in der Zwischenzeit rote Chips bauen, um die Fabriken unten zu entlasten. So, du da. Alles bis auf 400 bitte da rein. Wir wollten noch Kohle holen für Plastik. Nicht, weil wir da wirklich Probleme haben, sondern einfach nur, damit sich noch mehr staut. Weil selbst wenn man 3, 4, 5 Stahlkisten voll hat mit Zeug, irgendwann ist auch das alle. Das ist dann schade. Forschung ist durch. Ich habe vergessen, neu zu machen. Nee. Schmelzofen MK2. Ja, den hätte ich gerne. Das ist das. Wie schaut es hier beim Stein aus?
Ja, noch mehr als genug Platz. Sehr gut. Sand benutzen wir gar nicht mehr. Das kann da eigentlich weg. Akkus und so weiter sind okay. Genau, Strom wollte ich mir gleich noch angucken. Dann brauche ich auch noch rosa Module fürs Kupfer. 16 Stück ist ein Anfang. Eisen staut sich. Inventar ist jetzt nicht so wirklich praktisch gerade. Aber gut, gib mir mal 2400 Kohle. Laufen wieder hoch. Und da wir jetzt... Und ich wollte eigentlich noch Stahl abholen, aber gut, du da, so. Laufen wir hoch. Module werden hergestellt. Auf. Oh, 4 Roboports. Dann baue erstmal 2. Also Kohle abliefern, rosa Module in die Kupfersachen stecken und 2 Roboports aufbauen. So, Kohle abliefern, da. Alles da rein. Komme ich überhaupt durch? Ja, komme ich. So, rosa Module. Es könnte jetzt interessant werden. Weil da oben ist doch jetzt schon Kriegsgebiet und so. Und ich hätte eigentlich ganz gerne ein Fließband nach oben, damit ich schneller nach oben laufen kann. Aber das ist ein bisschen zu dekadent, ne? Außerdem haben wir dafür ja eigentlich die Straßen. Sollte ich vielleicht auch mal mit anfangen, die zu bauen. So, ist jetzt irgendwas hier richtig kaputt gegangen? Nicht wirklich. Okay. So, Modul in die Hand. Steuerung rechts. Was? Ja, da fehlen jetzt noch 2, 4, 5. 5 rosa Module. Aber das ist vertretbar, würde ich sagen. Und jetzt haben wir auch hier schon mal 12% oder was, Produktivitätssteigerung. Das ist gut. Sehr gut sogar. Wobei wir bei Kupfer bei weitem nicht so die Probleme haben, momentan, was die Ressourcen angeht. Zumal wir auch hier ein schönes Kupferfeld haben, wo wir uns einigermaßen gut absichern können, denke ich. Also Roboport wird gebaut. Wie schaut's aus mit dem Sniper-Gewehr? Sniper-Rifle da. Einmal bauen. Und wir haben kein Rubber. Rubber war nicht so schwer. Rubber war einfach nur Resin in einen Ofen schmeißen. Das machen wir gleich mal. Tür. So. Ja. Oh, und wo ich gerade hier bin, ne? Mal schön wieder was abbauen. Zack. Zum einen brauchen wir den Resin jetzt für die Sniper-Rifle-Munition. Wobei ich davon erstmal nicht so viel herstellen werde. Erstmal nur so, keine Ahnung. 10 Magazine oder so. Weil ich muss ja gucken, wie stark das Ding ist. Und die restlichen Sachen könnten wir dann zusammen wieder machen. So, Schmelzofen. Haben wir überhaupt einen freien Schmelzofen für irgendwas? Nee, ne? Habe ich zufällig einen dabei? Ich habe zufällig 5 Induktionsschmelzöfen dabei. Hier. Mach mal bitte... Ein Stack davon, machen bitte ein Stack. Ja, okay, machen wir gleich mehr, ein bisschen mehr. Das Rubber brauchen wir ja nicht nur für die Sniper-Munition, sondern auch für andere Sachen, so ich das schon ab. So, du raus. 10 Schuss davon. So, Waffe wechseln bei irgendeiner obstruse Taste. Ups. Irgendeine obstruse Taste bei mir. Gehen wir alle Tasten durch. Lalala. P war falsch. Cannot connect rolling stock, not in vehicle. Was? Okay, das ist irgendeine komische neue Option. Und ich bin alle Tasten durch und ich habe keine Wechseltaste gefunden. Controls. Next weapon. Habe ich doch gedrückt. Ah. Und, was kann ich denn wegsnipern? Baum. Wie viel Schuss haben die? 5 Schuss pro Magazin. Das ist nicht so viel. Aber ja, der Bums hat mir gefallen. Stell davon mal ein bisschen mehr her.
dann gehe ich jetzt schon mal in Richtung kleiner Basis da und guck mal, ob ich vielleicht sogar die Spawner wegsnipern kann, bevor die Viecher aggroen. Das wäre richtig praktisch. Und ich habe immer noch gar nichts hier drin. Warte mal. Bau bitte mal eins davon, eins davon. So. Abspeichern. Ja komm, speichern mal ab. LP 106. Nein, es sind keine 106 Saves. Ich habe irgendwann nur angefangen bei 100. Also umgesprungen. Da. Wo die Minimap im Weg ist. Da ist der Spawner. Ja, kann ich. Die greifen mich nicht an. Das, das ist schon, das ist unfair. Vor allem, ich snipe jetzt einfach den, jetzt kommen sie, okay. Aber dass ich die Spawner wegsnipern kann, ohne dass die Viecher aggroen, das ist echt krass. Und tot. Load 106. Also, das Ding ist super, um die Basen weich zu klopfen. Wir töten die Spawner und dann müssten wir eigentlich nur noch die Viecher töten. Problem sind nur die Viecher. Die sind inzwischen zu stark für uns. Aber wir können schon verhindern, dass irgendwas Neues spawnt. Das heißt, Plan ist jetzt, wir killen den Spawner. Dann locken wir die Viecher zu unseren Türmen. Kommen wir da hinten auch noch ran? Ja. Locken wir die Viecher zu unseren Türmen und dann ist hier nichts mehr. Naja, das ist echt ziemlich unfair. Aber wer weiß, was später noch alles kommt in dem Mod. Warum? Genau, geh schneller. Ah, das ist ein Nachteil von dem Snipergewehr, der mir jetzt gerade aufgefallen ist. Erstmal U. Und zwar ist der Nachteil, dass ich gleich tot bin. Und wenn ich mit dem Snipergewehr schieße, habe ich danach eine Phase, wo ich sehr langsam bin. So, piu, 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 piu. Strom. Okay, die Akkus reichen. So. Achso, wir haben gelernt, Snipergewehr ist super für die Spawner. Wir haben gelernt, Stromversorgung ist auch, wenn 15 Türme schießen, kein Problem. Selbst mit den ganz normalen Vanillelasertürmen, die einen riesig hohen Stromverbrauch haben, im Vergleich zu diesen Saphir, Emerald, Gold, Platin-Türmen. Ja, das haben wir alles gelernt. Und jetzt snipe ich ganz in Ruhe Würmer weg. Ja, bye bye. Also ich würde gerne in den Kommentaren von euch wissen, was ihr von dem Snipergewehr denkt. Das, ne? Ja. Dann kann ich doch jede Basis knacken, oder? Also ja, ich bin eben gestorben, aber das war mein eigener... Meine eigene Schuld. Weil ich halt zu nah rangegangen bin und ich habe angefangen, die Viecher selber anzuschießen. Solange man die Viecher selber nicht anschießt, scheinen sie auch nicht zu aggroen. Die haben wohl keine Verbindung zu den Gebäuden. Was im Vanilla-Spiel ja auch kein Problem ist, weil wenn man im Vanilla-Spiel nah genug an einem Gebäude ist, ist man auch automatisch nah genug an den Viechern. Weil es keine Waffe gibt, die so eine lange Reichweite hat wie das Snipergewehr. Oh, Muni alle? Okay, die letzten machen wir dann mal auf die altmodische Tour. So. Ja, Basis weg, würde ich sagen. Und ich werde erstmal keine Munition für das Snipergewehr herstellen, solange ich nicht mal eure Kommentare gelesen habe. Ne? Also es ist gut, um solche Sachen zu erledigen wie hier. Und ich weiß halt nicht, was noch für Viecher kommen und was für Spielmechaniken durch DialTech eingefügt wurden, die es vielleicht notwendig machen, dass man so eine Waffe benutzt.
Aber so auf den ersten Blick scheint sie mir ziemlich überpowered. Für das, was sie machen soll zumindest. So, hier rein, zu. Was wollten wir noch machen? Wir wollten rosa Module in das Kupferding machen. Haben wir getan. Wir wollten rosa Module auch unten rein tun. Das haben wir noch nicht. Haben wir unten überhaupt schon aufgebaut? Also unten die Kupfermine. Oder war das nur geplant? Da müssen wir mal gucken. So, wir können jetzt MK2 Furnaces bauen. Das ist gut. Ich hätte gerne... Ich hätte die echt gerne.